Cakewalk bei BandLab ist zwar kostenlos, aber nicht nutzlos. Und hat auch Features, im Gegensatz zu anderen kostenpflichtigen DAWs, die eine völlig andere Herangehensweise ans Musikmachen haben. Eine dieser Funktionen ist die Matrix-Ansicht. Diese Felder sind mit Audio und MIDI-Clips gefüllt. Damit baue ich mir ratzfatz ein Setup auf mit Loops, Samples und die kann ich dann mit Maus oder auch MIDI steuern. Auch mit dem hier. Auf jeden Fall eine ganz andere Art Musik zu machen. Und das geht sogar ziemlich einfach, auch wenn es den einen oder anderen Stolperstein gibt. Aber dafür habt ihr jetzt mich. Also bis zum Ende dranbleiben, damit du auch alles mitkriegst, um zum Matrix Professional zu mutieren. Jetzt bei Mach's dir selbst. Jahoo! Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe hier gleich mal ein neues Projekt. Ganz leer, ganz nackig, bis auf den Masterbus. Und da machen wir uns jetzt was Schickes draus. Mit Alt und 5 geht's direkt in die Matrix. Alle anderen klicken auf Ansicht, Matrix-Ansicht. Ploppt dann hier unten im Multidock auf und mit der D-Taste kann ich das schnell ein- und ausblenden. Manchmal hängt es da unten so saublöd drin und das löst sich aber mit Umschalt und D. In diese Felder kann ich jetzt verschiedenste Sachen reinschmeißen. MIDI-Clips, um zum Beispiel ein VST zu steuern, wie in diesem anderen Projekt. Ich kann die auch gleich nutzen. Ich muss nicht mal die Wiedergabe starten, sondern einfach auf die jeweilige Zelle draufklicken. Auch laufen diese Pattern alle synchron. Ist euch bestimmt aufgefallen, ich habe kurz vor Taktbeginn draufgeklickt, aber das Pattern ist trotzdem brav mit den anderen auf der 1 gestartet. Kann ich auch ausschalten und das Feld kann frei von irgendwelchen Synchronisationen getriggert werden. Auch kann ich diese Felder per MIDI ansteuern und das machen wir jetzt gemeinsam. Zurück zu unserem neuen Projekt. Ich will als erstes einen Drumloop von einem virtuellen Instrument einfügen. Mit D wechsle ich schnell zurück in die Spurensicht und dort über den Browser mit der Taste B SE Drums einfügen. Und zwar als einfache Instrumentenspur. Den Beat hier finde ich ganz geil und normalerweise drag und droppe ich den auf meine Instrumentenspur. Das mache ich aber dieses Mal nicht, sondern ziehe den jetzt in eine der Kästen meiner Matrix-Ansicht. Jetzt ist was drin, das muss aber auch wieder raus. Also kriegt diese ganze Zeile einen, naja, sagen wir mal, Anschluss, in diesem Fall in Form einer MIDI-Spur. Warum die ganze Zeile, zeige ich euch gleich. Drücke ich jetzt auf so eine Zelle, spielt zwar was ab, aber hören tue ich nichts. Wenn ich der Spur jetzt aber als Ausgang meine SE-Drums gebe und jetzt nochmal draufklicke, habt ihr übrigens diese ganzen Menüs nicht, hier vom Benutzer definiert, auf alle wechseln. Aber ein Drumloop reicht mir noch nicht. Der hier ist auch ganz geil und auch den ziehe ich mir in die Matrix. Aber halt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Setze ich ihn neben meinen ersten Clip, also in die gleiche Zeile, brauche ich nichts neu zu routen, da sich ja immer eine ganze Zeile eine Spur teilt. Gleichzeitig können die Felder in der gleichen Zeile aber nicht gleichzeitig abgespielt werden. Immer maximal eine Zelle pro Zeile gleichzeitig. Setze ich den Clip darunter, läuft er unabhängig von den Clips in dieser Zeile. Auch wird wieder ein neuer Ausgang erstellt und den muss ich wieder zuweisen. Ich mache noch einen weiteren Beat rein, auch in die gleiche Zeile. Und zu meinen drei Beats will ich jetzt noch eine elektrische Gitarre. Da habe ich ein paar Wave-Files und die kann ich auch in die Zelle reinziehen, aber nicht in diese Zeile. Die ist für unser Schlagzeug und außerdem MIDI, beißt mit Audio. Deswegen in eine neue Zeile. Damit wird im Projekt eine weitere Spur erstellt und dieser Track ist jetzt auch eine Schnittstelle zu unserer Matrix, aber halt jetzt hier in diese Zeile. Logischerweise eine Audiospur inklusive Effekt-Rack, Lautstärke etc. pp. Probieren wir doch das neue Pattern gleich mal aus, zusammen mit unseren Drums. Aber irgendwie hängt die Gitarre so ein bisschen nach.
Ob es jetzt Audio- oder Miniclips sind, die wir da reinziehen, wir müssen die auch schon richtig zugeschnitten haben. Ziehen wir mal unseren Audioclip in die Spur und zoom mal rein. Die Gitarre soll auf einer 1 anfangen, wenn ich meinen Clip aber an den Taktanfang ausrichte, kann ich direkt sehen, wie mir diese Stelle hier am Clipanfang einen Strich durch die Rechnung macht. Also gleich mal zurechtschneiden. Dazu schalte ich mit N mein Raster schnell aus, damit ich chirurgisch präzise schneiden kann, raster mit N wieder ein und dann ziehe ich es mir an den Anfang des Taktes. Auf der anderen Seite auch noch anpassen, damit es die eine oder die gewünschte Anzahl an Takten lang ist. Den alten Loop können wir ganz einfach durch den neuen ersetzen, indem wir einfach mit Drag and Drop den neuen da drauf zinkt. Das klingt doch schon viel besser. Und ich habe jetzt 3 weitere Gitarrenloops und mit denen mache ich genau das gleiche. Für den 4. habe ich mir eine neue Zeile genommen, weil die 3 da oben sind Akkorde und die sollen nie gleichzeitig spielen. Die Gitarre unten spielt so eine Pedal Note, die zu jedem der 3 Akkorde passt. Ich kann aber mehrere Zeilen auf einen Track, also Ausgang, zusammenfassen. Die Zeile geht ja schon in den Ausgang Gitarre und möchte ich jetzt die Zeile drunter auch, dann hier im Dropdown-Menü ebenfalls Gitarre zuweisen. Jetzt kann ich den hier wieder löschen. Hier habe ich noch 4 passende Basslines. Naja, nicht ganz. Sie sind ein bisschen zu langsam. Interessiert uns aber nicht, da sie schon die richtige Länge haben, also 2 Takte, den Cakewalk, die passend zum Beat. Sollte das mal nicht funktionieren, könnt ihr den Clip vorher wieder in einer Spur zurechtschneiden. In diesem Fall denen. Mit aktivierten Raster an den rechten Rand des Clips, STG-Umschalttaste gedrückt halten, dann kommt dieser Doppelpfeil und mit Klicken und Ziehen kann ich jetzt das zum Taktende hin einschnappen lassen. Kurze Probe mit Metronom. Klingt gut, also in die Matrix. Und das Ganze wiederholen wir jetzt auch noch für die 3 anderen Clips. Alle in einer Reihe, sie sollen ja nie zur selben Zeit abspielen und sich einen Ausgang teilen. Seht übrigens zu, dass alles ordentlich benannt ist. Die Zelle kriegt immer den Namen des Clips. Ansonsten mit Rechtsklick umbenennen. Jetzt haben wir schon mal ein schönes Setup und damit könnte ich jetzt gleich mit der Maus drin rumklicksen. Aber da gibt es noch eine viel bessere Möglichkeit. Wenn ihr ein MIDI-Gerät zu Hause rumliegen habt, schnappt euch das und schließt es an eurem PC an. Da gibt es ja sau viele und leider keine Universal-Installationsanleitung. Wenn ihr euer MIDI-System also richtig installiert habt, Anleitung lesen, RTFM, könnt ihr diese in den Einstellungen unter MIDI-Geräte hinzufügen. In der Matrix-Ansicht ist MIDI aktiviert, mit einem Klick hier, und jetzt will ich den ersten Drumbeat auf diesem Button haben. Rechtsklick drauf, MIDI lernen und die gewünschte Taste an meinem Keyboard oder Pad oder was auch immer ich nutze, drücken. Geht das bei euch nicht, habe ich 3 Vorschläge. Erstens, der Button zur Transportleiste synchronisieren darf nicht aktiv sein, sonst laufen die Patterns nur während der Wiedergabe des Projekts. Zweitens, MIDI ist hier oben nicht aktiviert, das muss leuchten. Drittens, der falsche MIDI-Kanal ist eingestellt. Hier auf den klitzekleinen Pfeil drücken und den Kanal auswählen. Meistens ist es Kanal 1, ansonsten nehmt einfach Omni für alle. Und noch ein 4. Vorschlag, wenn du diesen Kanal abonnierst, verpasst du keine Cakewalk-Tutorials mehr. Während unseres Ausflugs in die Welt der Fehlerbehebung habe ich nebenbei alle Zellen an mein Pad gemappt. Einmal drücken, startet die Zelle, nochmal drücken, stoppt das Ganze. Und auch hier könnte ich jetzt meine Knöpfchen drücken und alles wäre gut. Ich kann meine Zellen aber noch weiter verfeinern. Die hier loopt ja endlos, wenn ich einmal die zugehörige Taste kurz drücke. Ich will die aber als Einmal-Event und zwar genau dann, wenn ich drauf drücke. Das soll nichts synchronisieren mit irgendwelchen Takten oder so.
Damit sich der Clip da drin nicht wiederholt, schalte ich die Loop-Funktion mit diesem Button ab. Jetzt läuft der Clip einmal durch und stoppt dann, ist aber immer noch synchronisiert. Um den jetzt taktunabhängig zu machen, also so wie so ein One-Shot, dann Rechtsklick und, ja genau, den da. Fast perfekt, jetzt will ich aber auch, dass der Sound stoppt, sobald ich meinen Finger vom Button nehme. Somit einmal drücken starten, nochmal drücken stoppen. So befindet sich die Zelle im sogenannten Latch-Modus. Mit einem Klick hier schalte ich den aus und jetzt läuft das Sample nur so lange, wie ich die Taste gedrückt halte. Und jetzt könnte ich drauf losspielen, aber ihr kennt es bestimmt auch. Ihr drückt so eure Tasten und spielt so vor euch hin und denkt euch, das hätte jetzt aufnehmen sollen. Und genau dazu aktiviere ich Matrix Vortrag aufzeichnen, diesen Button hier, und die Synchronisation zur Zeitleiste und ich drücke nur Wiedergabe, am besten mit Klick, und kann meine Performance sogleich aufnehmen. Klingt schon irgendwie ganz nice, aber mir sind bei der Aufnahme ein paar Dinge negativ aufgefallen. Die Aufnahme hat zwar an der gewünschten Stelle im Projekt gestartet, aber der Loop hat irgendwie so in der Mitte erst gestartet. Und das müssen wir jetzt fixen. Zuerst empfehle ich euch, euer Projekt immer in einem ungeraden Takt starten zu lassen. Das löst viele eurer Probleme. Alle MIDI-Drumzellen hier laufen ja synchronisiert zur Zeitleiste und sind zwei Takte lang. Starten wir die Wiedergabe, läuft wie so ein schwebender Abspielkopf in der Zelle den ganzen Clip entlang bis Ende des Clips, bis wir im Projekt zu Takt 3 kommen. Dort startet der Clip dann wieder von vorn und es geht so durch das komplette Projekt und Zeitleiste durch. Drücke ich also den Button für die Zelle bei Takt 2, zeichnet er ab der intern geraden Taktzahl im Clip auf, also genau in der Hälfte des Clips. Starte ich hingegen bei Takt 3 mit meiner Aufnahme, habe ich dieses Problem nicht mehr. Aber was ist, wenn ich meinen zwei Takte langen Clip an einer geraden Taktzahl starten lassen will? Auch das geht. Dazu schalte ich mir den Retrigger-Modus ein. Jetzt läuft die Zeitleiste im Clip unabhängig von der im Projekt. Ein Start der Zelle bei zum Beispiel Takt 3, Beat 4 wäre jetzt möglich. Sobald ich die Zelle stoppe und erneut starte, fängt diese wieder bei 1 an. Kleiner Tipp, neben diesem Button für den generellen Retrigger-Modus kann ich auch global Loop, Latch und Synchronisierung ein- und ausschalten. Aber lasst uns doch ein bisschen mehr drauf rumspielen. Da haben wir ein Dropdown-Menü und per Standard steht da Takt, also eine Länge von 4 Beats. Was war es jetzt, außer dass wir jetzt irgendeine Länge wissen? Dieser eine Takt ist jetzt unser Zeitfenster, den wir zum Auslösen des Clips haben. Will ich meinen Beat bei Takt 2 starten lassen, habe ich jetzt einen Takt lang Zeit, dies mit einem Drücken auf meine Taste anzukündigen. Die Zelle reagiert mit einem Blinken und sagt damit, verstanden, starte beim nächsten Taktanfang. Drücke ich den Trigger erst nachdem Takt 2 erreicht wurde? Und wenn es nur so ein bisschen zu spät war, startet die Zelle erst in der nächsten Rastereinheit, also 3. Es geht aber auch noch feiner. Mit Zellzeit erweitere ich die möglichen Startpunkte auf Viertel, also pro Beat im Projekt. Dadurch verkleinert sich aber auch mein Zeitfenster zum Antriggern einer Zelle. Jetzt habe ich nur noch eine Viertelnote lang Zeit, meine Taste zu drücken. Will ich meine Zelle bei 302 starten lassen, muss ich meine Taste zwischen 301 und 302 drücken. Und dieses Spiel können wir jetzt bis 64stel runterbrechen oder wir schalten das ganze Raster einfach mit sofort komplett aus. Das muss aber nicht global sein, das kann ich auch für jede Zeile selber festlegen. Und zwar mit Rechtsklick, Auflösung und den gewünschten Wert anklicken. Mit ohne Latch geht auch. Dann muss ich meine Taste innerhalb des Zeitfensters drücken und gedrückt halten.
Aber unabhängig von den Rastereinstellungen wird die Wiedergabe sofort beendet, sobald losgelassen wird. Was mir aber auch noch nicht so ganz gepasst hat, wenn man es jetzt mit der Zeitleiste im Projekt synchronisiert, dann laufen diese Loops ewig dahin. Die lassen sich irgendwie nicht mehr stoppen. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Ich nehme mir einfach eine leere Zelle in der gleichen Zeile und lerne auch die auf eine Taste ein. Die wird in der Matrix genauso behandelt wie eine befüllte Zelle und wechselt zeitmäßig abhängig vom Raster. Funzt das bei euch übrigens nicht, klickt auf den Menübutton hier und prüft, ob die erste Option aktiv ist. So, machen wir unsere Aufnahme nochmal, dieses Mal mit mehr Know-how. Da haben wir jetzt erstmal so ein grobes Gerüst gezimmert und das kann ich auch nachträglich editieren wie herkömmliche Audio- und MIDI-Clips. Quasi so fürs Feintuning. Apropos editieren, die Inhalte in den Zellen kann ich auch nachträglich editieren. Bei Audio mit einem einfachen Doppelklick, das bringt mich in den Loop-Editor und hier kann ich weitere Feinheiten justieren. Bei MIDI muss ich diese zuerst mit Rechtsklick in einen Step-Sequencer-Clip umwandeln und jetzt kann ich mit Doppelklick den Drum-Loop editieren. Aber eins war da noch, genau diese Zahlen hier. Auch diese Zellen können getriggert werden und kann ich per MIDI zuweisen. Wenn ich die jetzt drücke oder klicke, wird aber gleich die ganze Spalte wiedergegeben. Das macht jetzt bei meinem Layout gerade wenig Sinn, also modeln wir mal was dazu. Ich will mir drei Szenarios setzen. 1 bis 5 nutze ich ja schon, also fangen wir hier bei Nummer 6 an. Und da ich ja schon fertige Zellen habe, kann ich mir die mit gedrückter STRG-Taste rüberziehen und damit ist es eine Kopie. Und das gleiche mache ich für meine anderen beiden Szenen und fertig. Jetzt noch 6, 7 und 8 auf die Tasten anlernen. Und drücke ich jetzt eine dieser Tasten, wird die gesamte Spalte angetriggert. Und so schnell geht anders Musik machen. Besonders hilfreich finde ich dabei immer Tastenkürzel. Und wenn ihr weitere praktische Tastenkürzel braucht, die habe ich hier. Bussi aufs Bauchibelli und Servus.